Leute, heute gucken wir endlich mal wieder ein paar Minecraft-Memes von Sticky. Schaut gerne bei ihm vorbei, lasst ein Like und ein Abo da und let's freaking go. Subscribe and smash the like button. Oh, das wird jetzt wieder so mit Diamantfarbe begossen, oder was? Sieht eigentlich aus wie Metall. Oh, warum hat denn jetzt mein Handy vibriert? Ah ja, okay. So, das ist ein Portal. Ah, nein! Aus ihm wird jetzt so ein Diamant-Golem. Ja, wäre eigentlich auch ganz geil, wenn man die so upgraden könnte. Oder dann haben die so verschiedene Befehle. Verteidige die Base oder bau Sachen ab. Juhu, Kupfer. Obwohl, da finde ich tatsächlich lieber Kohle als Kupfer. Explodiert er? Ja. Don't forget to leave a like. Im ersten Moment war ich mir nicht sicher, ob es nicht sowas mittlerweile gibt, weißt du, so Archäologie-Style. Ah ja, guten Morgen. Oh, das würde ich jetzt auch noch gerne. Kleine Runde schlafen. Oh. Okay. Warte, sein Bett ist doch gerade kaputt gegangen. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber die Decke sieht irgendwie kratzig aus. Oh, aber ich würde trotzdem jetzt... Oh, so richtig schön reinmummeln. Okay, die können das durch einen Block einfach durch. Geht das wirklich? Das ist eine ganz interessante Sache bei den Hühnern scheinbar. Das ist eine Toilette. Sitzt da eine Hexe drauf? Das ist doch jetzt so ein klassisches... Das ist wirklich Shrek. So ein Plumpsklo. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals in meinem Leben auf einem Plumpsklo war. Okay. Ich glaube, ich muss zugeben, ich habe die anderen Shrek-Teile. Hat er gerade gefurzt? Oder warum kam da Luft hoch? Ja. Da verbrennt's auch. Da nicht. Doch! Aber beim letzten, beim. Ja. Irgendwas ist mit dem anders. Ich verstehe es auch nicht ganz. Aber gefühlt ist das Feuer da nicht heiß. Oh, beide da sind. Nichts hat sich verändert. Oh, ich konnte es gerade noch abwenden. Oh, es kribbelt aber weiter. Ui. Ah, man kennt es, ein Tornado. Chillig. Gibt es jetzt ja mittlerweile auch in Deutschland so kleine Mini-Tornados, oder? Also ich habe zumindest schon ein, zwei Mal so wie... Okay. Das Ding ist, es gibt doch, glaube ich, sogar so eine Minecraft-Tornado-Mod. Das wurde jetzt, glaube ich, eher animiert, so ultra realistisch. Aber ich glaube, es gibt eine Tornado-Mod. Obsidian. Oh, ich dachte, es wird zu Obsidian. Es kommt ja auch immer drauf an, was auf was trifft, ne? Genau, und wenn die Lava auf das Wasser trifft, dann wird es Bruchstein. Oder so Stein. Und wenn es andersrum, wird es Obsidian. Also wenn das Wasser, das flüssige Wasser auf Lava trifft. Kenne ich aus meinen Speedruns. Ich habe noch nie einen Speedrun gemacht. Ich wüsste gern, was ich für eine Zeit... Ich irre bestimmt richtig schlecht. Ah, das ist jetzt diese Lego-Welt. Ja, das sieht schon geil aus. Ich meine, aktuell ist ja Lego Fortnite mega am Start. Ja, moin, Alter. Was geht? Oh. Okay, der sieht aber schon sehr, sehr cool aus. Das ist auch einfach sehr, sehr geil animiert. Oh, okay, brennt der gerade einen Kopf? Ah, ein... Es würde wahrscheinlich sogar Sinn machen. Oder? Also jetzt mal so rein... Wissenschaft... Oh, okay, warum schlägt er das Kind? Was hat das Kind ihm getan? Mann, der arme, das arme Villager-Ding. Oh, das war PewDiePie. PewDiePie hat jetzt auch ein Kind. Habt ihr das mitbekommen?
ist so krass. Ein liegendes Portal. Okay. Dark Portal. Da will ich nicht reinspringen. Erinnert mich so ein bisschen an das Portal aus Harry Potter. Ja, das würde... Also das funktioniert definitiv nicht. Das war irgendeine Mod. Ach, dass die anfangen zu brennen? Nein, das geht doch nicht, oder? I am from Germany. I was born in Hamburg. Und dann bin ich von Hamburg nach Köln. Gute Zeit. Das ist super selten, oder? Das ist wahrscheinlich... Also Basti GRG würde darauf jetzt komplett ausrasten, oder? Also... Ich kann es überhaupt nicht einordnen. Ich weiß nur, ich habe irgendwann mal so einen Short gesehen, wo er abgegangen ist auf so einen sechsfachen Kaktus. Das wird doch nicht damit aktiviert. Never ever. Jetzt geht bestimmt das... Nein, das geht nicht. Achso, okay, er macht es voll. Ich wollte schon gerade sagen, das würde ja... Ja, schwebt, ja... Sieht ganz nett aus. Ich dachte halt, dass er das mit dem Redstone jetzt irgendwie so anmachen kann. Achso, und jetzt schwebt das so in der Luft. Kann man damit jetzt irgendwas Krasses machen? Scheinbar nicht. Okay, alles kaputt. Jetzt ist wieder so ein Riesenportal. Und da ist ein Lama, habt ihr es gesehen? Den Trick haben wir schon mal gesehen. Mit irgendwas anderem war das auch. Ja, dass man da so irgendwie so durchgucken kann. Weltname. Ja, ich bin 72. Hab mich relativ gut gehalten für meine 72 Jahre. Stell dir vor, Paletto macht mit 72 noch YouTube-Videos. Also irgendwie wäre es schon cool. Paletto, der YouTube-Rentner. Oh, das sieht ja geil aus. Das ist einfach da in so einem Tempel gespawnt, aber dann auch im Wasser. Also, emotional damage. Okay. Ganz viele. Was ist daran jetzt so krass? Oh. Sieht ganz cool aus. Also zu 100% useless. Aber cool, dass sie sich so ver... Wow. Wow. Wie gemein. Der Nether ist außen vor. Ja, kenne ich, Bruder. Ja, okay, das ist ja auch eher so Bricks. Also es ist ja schon jetzt kein Holz. Das ist ja Holz, was sich mit Holz verbindet. Das eine ist ja kein Holz. Oder? Here we go. Oh nein. Kriegt man dann auf einmal Damage oder so und die ballern plötzlich irgendwie rein. Ajo. Ey, das ist ja mega geil. Und das ist ja auch unendlich. Jetzt sind die da ohne den Slime-Block. Here we go. Ach, der spawnt den Villager, dass der sich jetzt vom Boot... Nee, hä? Irgendwas mit dem Boot und dem Bett. Der schläft jetzt im Boot. Okay, das ist schon geil. Das habe ich so auch noch nie gesehen. Oh, aber warte mal, so hoch gibt es doch keine Dias. Oder gibt es mittlerweile so hoch Dias? Okay. Was soll das sein? Ach so, auf der einen Seite eine Axt, auf der anderen Seite eine Spitzhacke. Ja, in Mods finde ich es geil, aber ich finde in Minecraft finde ich es gut, dass es so unterschiedliche Sachen gibt. Die so ganz genau getrennt sind. Weil es gibt ja so bei verschiedenen Mods so Multitools. Okay. Was für ein Seed ist es diesmal? Man spawnt in La...
kann man ja gar nicht überleben, oder? Hello there. Stell dir vor, du spielst zum ersten Mal Minecraft und du kriegst direkt den Seed. What am I gonna do? Ja, würde ich nicht fühlen. Generell finde ich dieses Goldapfelsystem eigentlich ganz cool. Bisschen Eisen. Nice. Das finde ich an sich auch cool, dass man manchmal... Stimmt, Junge, das gab so ein... Okay, er hat einfach Totem. Chillig. What? Er ist aber trotzdem in einer ziemlich räudigen Situation. Aber die Situation gab es tausendfach bestimmt schon. Weil früher gab es nicht solche krassen Höhlen. Mittlerweile sind die einfach am Start. Nice. Ja, Schnee verschieben. Oh, I almost forgot. So sah Paletto ungefähr aus, als er im Schnee gespielt hat. War ja letztens eine Runde Skifahren. Das war geil. Da hinten ist ein Schwein. Hallo Edgar. Ah, irgendwas mit einem Baum? Ja, guck mal, er hat da so ein... Ja, er wird da irgendwie einen Baum reinspawnen. Und wird der da nur so ganz komisch wachsen oder was? Ich dachte, der würde dann halt einfach normalerweise nicht groß werden. Sieht weird aus. Mann, der arme Junge, der hat dir doch nichts getan. Okay, ja, wir haben es verstanden, man kann nicht durch diese Lücken schießen. Aber dazwischen... Okay, das macht tatsächlich keinen... Durch die Dinger, wo man durchsehen kann und... Warum geht's denn jetzt plötzlich da? Ich check... Hä? Jetzt lass ihn noch leben. Der arme junge Mann. Der Kranke. Oh, yes, Daddy. Genau, das war jetzt Lava auf Wasser und das ist dann Obsidian. Und... Wasser, was auf Lava trifft. Stein. Hey, moin, Diggi, was geht? Beste Moment. Beziehungsweise, das finde ich... Oh, okay. Das finde ich... gar nicht so schlimm. Schlimmer ist, wenn du deine Kisten noch da hast. Das war's. Leute, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.